Wir haben unser Match und das heißt Killer Fish Esport gegen TSM. Gucken, ob wir hier noch die Namen oben hinkriegen. Jetzt steht nur Killer Fish dran, aber nicht mehr. Oh, schöner Sprung hier. Oh, links, links, rechts. Schön gemacht hier von Oscar gegen Chipnix. Oh, Kerrigan. Ciao. Oh, von hinten. Was denn hier passiert? Und jetzt? Oh, aus einer Überzahl eine Unterzahl gemacht. Ekelhaft. Das war verdattelt. Denn das ist doch wichtig, dass man normalerweise hier als CT anfängt. Und sie hatten den Vorteil, haben den Vorteil nicht nutzen können. Krass. Das war auf jeden Fall verdattelt hier von den Killerfischen. Kannst du bei mir ein bisschen den Sound noch ein bisschen lauter machen? Tobi, danke. So. Wir sehen direkt die Piste. HF, GL oder GL, HF. Auf geht's hier. TSM gewinnt die Knife auf Cash. Das ist Killerfish Pick. TSM startet CT und TSM startet CT und Killerfish natürlich T. Und gehen wir vielleicht kurz das Lineup durch. Was haben wir denn hier? Wir haben Kerrigan, Kajun, Device, Sipnix und Dupree gegen Oscar, Tony, Tarsin, Amo und Robson. Und Killerfish hier direkt unterwegs Richtung Main. Kompletter Aufbau bis auf Tarsin, der in Mitte raus ist. Macht die Solo-Move. Kann dann rausnehmen. Die weiß schon draußen. Kerrigan muss dann aushelfen und das force die Rotation hier, sodass die T's hier eventuell auf den A-Spot raufkommen könnten. Boah. Fahren die gut rum. Kerrigan und Sipnix mit zwei dicken Shots. Oh, Amo nimmt ihn dann raus. Amo mit zwei schon. Two und two. Ist machbar, die Geschichte. Sauber, Oscar. Und jetzt von hinten. Und jetzt nur noch Amo. Geh mal ins One-on-One. Ich bleib mal auf Dupree. Oh! Dupree macht nein. Es. Dupree macht es gegen Amo. Knappes und, Ding. Ja, diese 2 und 2. So ein bisschen solo-mäßig. Nicht verdaddelt, würde ich sagen, aber die wurde auf jeden Fall solo entschieden. Ja, immer wenn jemand von hinten kommt, oder Fabian? Wenn immer einer von hinten kommt, den erwartest du eigentlich nicht so schnell. Und ich meine, meiner Meinung nach war der schon sehr gut und sehr schnell da. Von daher würde ich den jetzt nicht einen großen Vorwurf machen. Aber klar, One-on-One, Bombe gelegt, das Mindestziel erreicht und ja, ja. Kann man holen, One-on-One halt, ne? Das stimmt. Das One-on-One macht es hier und entscheidet es, das ist denkbar knapp und hätte auch genauso gut andersrum ausgehen können. Die ganze Geschichte, wir haben eine Bombe gelegt, deswegen wenig gekauft ist in dieser Runde, damit die Killerfische gleich natürlich Equip haben. Aber guck sie an, was die Weiße macht. Einfach Main rein, wird sofort bestraft. Auf dem Spot ist nur noch Sipnix rausgenommen. Kerrigan jetzt dann kurz, muss hier aushelfen. Gegen drei, Bombe könnte nochmal gelegt werden. Und sie wird gelegt. Sehr, sehr gut hier von den Killerfischen. Nochmal Geld in die Bank gespült. Amo zieht rum mit MP7, kann es nicht fixen hier die Situation. Wir haben ein 2:0. Und Killerfish wird es hier ordentlich Cash haben. Eventuell sogar AWP. Wenn sie es denn möchten. Nein, keine AWP. Und auch keine AWP bei den CTs. Haben immer wieder Damage kassiert, immer wieder Waffen verloren. Sogar eine Farmers bei Chipnix. Ja. Und der steht wie bekannt am A. Der ist jetzt ja zweimal gestorben, deswegen nicht so viel Geld bei ihm da gewesen. Und wir sehen einen Boost. Schneller Boost hier, Oscar. Schon oben, Robson Mitte raus. Und du guckst dir Robson an mit dem Move hier. Über kurz. Hat sie einen gespottet, ja. Wirft dir die Nate. Macht viel Damage. Schöne Nate von Robson hier. Minus 40. Auch eine gute kassiert. Jetzt kommt Tarsin gleich Main raus. Tarsin muss jetzt da raus. Rausschleichen eventuell. Tarsin. Könnte gutes Timing haben. Boah, Sipnix. Was? Sofort Gesicht an Tarsin. Keine Chance ihm gelassen. Robson dann kurz schon vorne. Ist nicht angesagt. Könnte hier die Überraschung sein, ja. Oscar, jetzt ist frei. Jetzt musst du mal Gas geben. Oscar! Boah. Mit dem Flash-Headshot. Two und two jetzt. Und einer noch los. Alles drin. Kajun fällt. Macht den schnellen Kurzschieber. Bombe ist aber down. Nein. Und jetzt merkt der Dupree, die Bombe ist down. Oh nein. Nee. Oh, die Pose ist eigentlich ziemlich gut, oder? Was meinst du zu dem CT? Die CT-Pose? Finde ich auch ganz gut. Könnte ja ein Joker für ihn sein. Aber wie handelst du das am besten? Sandsäcke ein aufs Dach boosten? Das wäre natürlich super krass.
Supreme mit 1, Supreme mit 2. Gute Pose von ihm. Macht es hier souverän mit den letzten beiden Frags. Und wir haben doch das 3:0 hier. Nicht die erste Runde für Killerfish. Das wär's gewesen, oder? Ja. Mal ganz im Ernst. Und das wäre die wichtige Runde. Aber die Bombe fällt down. Und das ist immer so eine... Ah, ich mag diese Situation nicht. Wenn die Bombe irgendwie als letztes irgendwo ist und dann wird sie geholt. Ja, und dann... Und wir sehen Kerrigan jetzt mit der angesprochenen Aave. Ja. Die Pre schon erfolgreich am B. Oh. Da ist mehr vor B. Da sind noch drei Leute vor B. Kerrigan verschießt hier einmal. Und die Ts bauen neue auf. Robson in der Zwischenzeit gestorben am A. Und was machen Amutoni und Oscar hier noch? Mit ihren Tech-9s und P250. Bauen gerade komplett Richtung A auf. Sehr, sehr vorsichtig, haben keine Kontrolle hier, deswegen checken sie jeden Winkel. Und am Main kommt ihnen gleich Sipnix entgegen. Was eine Flash. Boah. Was ein Brocken Deluxe. Sipnix holt die Info, verschwindet hier, bekommt noch Support von Device. Touchdown Nate hier für ihn. Sipnix mit 1 und mit 2. Kriegt aber 2 Headers und stirbt nicht. Und das sind immer solche Sachen, da freut man sich wenigstens, wenn man den Kill macht oder so. Das gibt ja noch mal ein bisschen Auftrieb und es ist immer noch ein bisschen schön, wenn man... Ja, wenn man zwei Gesichter jemand verpassen kann und auch wenn er full spart. Und wir sehen bei Toni jetzt eine Aave. Ja. Kommt es zum Duell Toni gegen Kerrigan? Das ist hier die Frage. Schön abgemollert. Und jetzt hier, oh Toni. Toni. Oh, Timing-Pech gegen Dupree. Ne, gegen Sipnix. Oh, was ein Timing-Pech. Unglaublich. Ein bisschen mehr Geduld. Oh, ja, jetzt zieht er Mitte rum. Kerrigan steht bereit, muss ihn nur abzielen. Guter Frag von ihm. Tarsin hier weggesmoked gewesen und sehen hier einen kleinen Ausschnitt von Teamplay bei den Dänen. Kajun schiebt kurz rüber, smoked ihm die Mitte nach. Kerrigan kann weiterstehen mit der Aave und Dupree wird hier gleich Contact bekommen. Sieht es hier, mollet sich ab. Aber der verwirft den Molly. Boah, kriegt sogar noch eine Teamflash hier. Also nicht perfekt abgesprochen. Ja, aber die Flash war besser für ihn als für den T, der voll reingeglotzt hat, natürlich. Mhm. Und jetzt hier Robson. Boah, schöne Flash. Boah, krass. Gut geholt. Ja, Robson zieht hier alleine rum auf dem Spot. 2 noch Device aus dem Schacht. Jumpt raus, macht den blind. Ammo. Macht einen. Boah. Aber direkt der Refrag zur Stelle. Bei den Dänen 5:0 hier schon die Führung für CSM. Und es wird gekauft bei Killerfish. Diese Aave-Runde nicht aufgegangen. Ja, wenn du so ein Go spielst am B, wenn du hier praktisch hier rausflasht, dann musst du mindestens zu zweit hier rumziehen und zum Spot zielen. Und nicht alleine. Sie waren ja eigentlich zu dritt. Warum spielen sie es dann nur, warum spielst du dann nur Robson alleine? Das ist halt... Wenn sie da zu zweit rumziehen, haben sie mindestens einen. So, in der Mitte. Ammo schon geboostet Device. Und Kerrigan mehrmals verschossen. Jetzt Device und Kerrigan mit den Frags. Und auch... Oh, Tarsin jetzt erfolgreich in der Main. Ja, ist Main draußen. Tarsin nicht mit dem Nächsten. Wird direkt abgezielt. Oh, Oscar mit 2 Headshots. Hat er gesehen? Nein, hat er nicht gesehen. Oh, da war... Oh, und Kajun hier hochgesneakt. Oh, guck mal, da zappelt er noch ein bisschen. Boah. Aber was für schöne Gesichter von Tarsin und dann noch von Oscar. Aber das ist viel zu viel Solo. Die müssen als Team müssen sie viel mehr funktionieren. Und ihr seht, wie das funktioniert, wenn man Teamplay besitzt oder hat. Ja, dann schaut man sich TSM an. Einfach viel fortgeschrittener, die Jungs. So, und sie haben jetzt Money Bonus, dadurch, dass sie schon 5 in Folge und mehr sogar verloren haben. Sammeln sich jetzt hier komplett straight für den Argo auf. Und einer ist in der Tür, das ist Ammo. Der wird da gleich seinen Tür-Move spielen. Da hockt er sich schon hin. Wird sich smoken, flashen. Guck dir mal Device an. Jawohl, Device verreckt hier. Direkt abgezielt von Oscar. Der ist schon gelb draußen. Boah, die Flash. Der muss es jetzt hier halten. Zusammen mit Kerrigan, der ist vor kurzem geschoben. Headshot. Beide CTs machen hier ihre Frags und die Ts können keinen Raum gewinnen, sind immer noch ausgesperrt vom Spot, kommen hier nicht weiter. Kerrigan mit dem Nächsten von kurz, Oscar macht ihn jetzt weg. Oscar mit dem Nächsten, one on two, aber von hinten schon wieder gut geschoben, Dupree. Und die Runde schon wieder
Ja, nicht mal im Keim erstickt, denn sie kam gar nicht wirklich dazu, dass sie da gefährlich werden konnte. Es gab da eine Linie oder eine Wand, die wir nicht sehen konnten. So eine Glaswand und bis dahin sind sie gekommen, aber nicht weiter. Also das war wie die Pantomime an der Champs-Élysées. Ja, genau. Wo ist die Glaswand? Original. Da ist die Glaswand, kam nicht weiter. Also sowas. Das war so ein bisschen wie ein Mirage, dass man da am Forest nicht weiterkommt. Und jetzt machen wir mal einen schnellen Go, denkt sich Killerfish. Wenn wir nicht weiterkommen, machen wir Vollgas. Wieder ein Headshot. Sibnix mit zwei Headshot bekommen, aber jetzt Support schon von Device da. Tarzin und Oscar. Tarzin über kurz mit dem ersten. Jetzt nur noch Tarzin. Gegen zwei auf dem Spot, macht nochmal gut Damage. Gegen Spotspieler. Jetzt. Oh, nein! Nein. Tarzin wird geneift. Der schäumt jetzt. Tarzin und Kajumbi lässt sich das nicht zweimal sagen. So schnell war noch nie einer oben drauf auf dem, auf der kurze. Auf dem Elektro oder. Auf dem Kasten, ja. Hör doch bitte auf. Oh oh, 8-0 plus Knife, das tut richtig weh gerade. Ja, das Messer tut immer weh, wenn man aufgeschnitten wird. Und was machen die TSM-Jungs? Hier wird die Main reingepusht. Robson. Keine Chance. Sibnix. Mit dem ersten schon wieder ist Sibnix. Eine Wand momentan am A-Spot. Und die Ts wissen gerade nicht, was machen. Wohin sollen wir? Sind total eingeschüchtert. Der eine ist solomäßig in der Tür unterwegs. Die anderen drei möchten jetzt hier eventuell die Mitte taken. Oscar schon die Tür aufgemacht, aber Toni schon wieder von der AWP ausgestaltet worden in der Mitte. Device mit dem nächsten von Mitte close und die Bombe ist auch down. Bombe ist down. Ja, krasser Scheiß, guck dir das an. Aber das ist das, was mir immer wieder auffällt. Toni hat anscheinend gebankt und jemanden gehittet. Aimlock. Und das ist confirmed. Halt, das ist halt echt heftig. Killerfish ist so ein Team, das halt nicht auf Taktik, sie gehen mehr so in die One-on-Ones und wenn man mal sieht, wenn sie mal auf starke Gegner treffen, dann verlieren sie eigentlich jedes One-on-One. Wenn sie da gegen Main 2-on-1 gehen, dann fällt Chip nix. Wenn sie vielleicht auch Tür zu zweit rausgehen, dann da fällt der nächste am A und so weiter. Aber das Problem nein. ist hier, was ich hier sehe, ist, dass Killerfish als Einheit nicht wirklich vorankommt. Richtig, ja. Und wenn sie mal ein Duell haben, dann haben sie auch nicht, meistens nicht das faire Duell. Jetzt, jetzt werden sie langsam Duelle bekommen, weil TSM das mutiger ist. Wird. Aber wenn da jemand faced, dann bekommt er sofort Support und es gibt sofort den Refrag, falls der CT stirbt. Jetzt aber Oscar mal erfolgreich gegen den Dupree, der am B gepusht ist. Genau. Okay, und jetzt? Oh, Chipnix. Nein, Device ist es in der Main. Ja, Device. Main rein. Einen rausgenommen. Chipnix hilft. Von kurz. Kann den nächsten ansagen. Carry geht nach kurz. Erfolgreich. Guck dir das nur noch an. Oscar ausgeschaltet. 10 zu 0. Ach so, spielt man eine Überzahl runter? Oder was? Das verstehe ich die Welt nicht mehr. Wenn es löft, dann löft. Also, wenn man mal eine Überzahl hat, muss man die doch clever runterspielen, aber nicht so. Aber das sage ich, oder das fällt mir bei Killerfish sehr, sehr oft auf. Und ich lese gerade, was 2-1 für Hamburg, es ist nicht wahr. Kannst du mal aufhören mit deinem Mikro, dich zu fisten, Tobi? Danke. So, wir sehen eine Doppel-AWP. Ja. Dupree auch mal an der Awe. Boah! Jetzt gibt's hier einen schnellen Split, wird sofort überrascht. Oh Gott, da hat Device nicht aufgepasst, muss jetzt seinen Fehler ausbügeln. Kann aber einen Molly werfen, der wird das Ganze ein bisschen hinauszögern, denn sie stehen alle vor B. Alle vor B. Und jetzt schieben von sie. Von den wieder. Ts, jetzt schieben sie komplett. Und der A-Call wäre jetzt genau der richtige. Ja, aber Device hört das doch super. Und guck mal. Jetzt wollten sie fast alle gleichzeitig schieben. Alle TSM-Jungs, dann haben sie sich gesagt: Ah, nee, das wäre auch ein bisschen zu dreist. So dumm sind die nicht. Zu dritt sind sie schon geschoben und die Mitte ist deswegen gerade komplett offen. Und das ist der richtige Call von Killerfish, mal ein bisschen Raum zu gewinnen auf der Map. Vielleicht eine Lücke zu finden, die Info zu haben, okay, wo ist denn hier eventuell nur einer. Und da können wir dann zuschnappen wie die Cobra. Cobra. Kurz gespottet von Sibnix. Mitte jetzt hier, Killerfish-Territorium, aber Sibnix zieht wieder kurz rum. Und jetzt machen sie doch den B-Split. Ja. Da steht aber Kejun B.
KGB auf dem Spot. Und Kerrigan kommt gleich ja. CT-Base mit der Awe. Das ist schwierig. Haben noch eine Smoke bei Oscar. Könnten es absmoken. Oh. Ja. Device von hinten. Fällt jetzt. Boah. Und Device mit dem nächsten. Schöne Runde von Device. 3 für ihn. Und die 0 steht. TSM hier weiter mit richtig viel Gas und Druck. 11 Runden in Folge. Guck dir das Geld an. Alle zweistellig. Hm. Bis auf Dupree. Ja, der hat heute richtig Bock irgendwie zu kippen. Zu kippen nicht. Der ist ja nur zweimal gestorben. Seine Mates sind öfters gestorben. HSV, KSC ist auch ein Best of 3, ja genau. Und HSV hat Mirage gepickt. Und wir sehen hier wieder Dupree ganz, ganz weit vorne und der hat hier die Infos. Ja, der spielt es hier wie Crims oder Neo. Die gehen hier immer auf die Kiste, haben so ein bisschen Schutz durch den Rand der Smoke. Wird sich hier nochmal absmoken, könnte auch nochmal hochgehen oder einfach oben bleiben. In der Ecke. Da seht ihr, wie es gespielt wird. Er hat hier einen kleinen Minischlitz und kann immer noch die Smoke ein bisschen abusen. Wenn da ein T unvorsichtig reinläuft in den Schlitz oder sie gerade aufbauen zu dritt oder viert. Kerrigan an kurz, immer noch die Kontrolle, smoken sich hier nicht die Mitte, behalten die Smoke lieber und lassen Kerrigan hier rein aimen für die Info. Und guck mal, Chipnix an. Oh. Chipnix hat hier den Schlitz, ist jetzt angesagt, aber oh, schön. Und jetzt Device. Natürlich hier ein bisschen gefangen, Device von kurz, wird hier viel sehen, Tasi mit dem nächsten Frag. Ah, Device, Razziens nicht, Oscar donnert ihm einen rein. Kajumbi und Dupree gegen das müssen vier. Sie holen. Das muss Killerfischs Runde sein. Natürlich werden sie es hier versuchen, denn sie haben so viel Geld. Dupree, letzter gegen vier. Dupree Jawohl. Kann sich machen. Oscar mit Hattrick. Tasi mit zwei in dieser Runde. Endlich. Killerfisch am Start können. Und wir haben die erste Runde. 1-1-1 steht da oben. 11 für TSM, eine für Killerfisch. Jetzt heißt es natürlich, die nächste auch holen, damit nicht sofort das Geld wieder verschwunden ist. Und wir sehen wieder einen direkten... Ja, relativ straighter Aufbau, aber Main ist sofort wieder ausgeschlossen von Sipnix. Guck dir die Kontrolle an von denen dieser... Ja, diese Sicherheit im Spiel. Die kommt natürlich, wenn man so hoch führt und so viel Geld hat, kann man solche Experienzen... Guck mal, wie sie es jetzt spielen. Jetzt spielen sie es richtig geil. Ja. Mit Doppel hier. Bisschen Bait-Action. Und B ist schon gepusht. Und er sieht alle Smokes fliegen. B ist schon gepusht. Alle denen wissen jetzt, es wird A werden. Das gibt ein Begrüßungskomitee hier. Kerrigan und Device haben sich schon aufgeschätzt. Chipnix. Tony. Tony will noch nicht aufgeben. Jetzt aber. Tony ist... Das sind zwei oder drei Spieler gerade mit irgendwie der Granate in der Hand gestorben. Mhm. Mein Gott. Da ist man einfach zu fahrlässig und zu unvorsichtig so. Das wird aber auch direkt von TSM bestraft und das ist auch gut so. Ja. Da weiß man nämlich, was man falsch gemacht hat. Da weiß man, was man hat. Und wir sehen wieder Doppel-AWP. TSM. Und wir sehen es da ja auch. TSM Megapels. Dupree hier am B wird überfahren. Es gibt das B-Gas hier von Killerfisch. Kajun B. Boah, das da ja auch. Kajun, das war nichts hier. Aber die weiß aus dem Schacht schon wieder. Oh Gott, was er da drückt. Guck mal, wie er ausrastet. Und jetzt nur noch Ammo mit dem nächsten. One-on-one. Ich gehe mal auf Sipnix. Und jetzt gibt's, guck mal, die ist da ja auch. Lad die doch nochmal nach, Junge. Komm schon, tu es. Ja, mach uns Call of Duty. Komm, tu es. Lad mal nach. Oh. Oh Gott, die Waffe, die ist so dick, der hat ihn nicht gesehen. Das Timing. Schade, Ammo. Ich hätte es ihm so gegönnt. 13-1. TSM überfährt hier Killerfisch auf der CT-Seite von Cash. Killerfischs Pick, aber TSM kann natürlich auch ein bisschen Cash spielen. Nicht erst seit gestern. Ja. Und Device hier schon mit 18 Frags. Sipnix mit 15. Durch die Bank, eine Teamleistung bei TSM und es wird gefahren. Oh, Fahren ist hier das einzige Mittel von Killerfisch und da wird der erste einfach in der Ecke übersehen. Sipnix kann hier in der Ecke überleben. Device jetzt am Spot schon. Kerrigan. Nein, Ammo verschießt. Ammo verschießt nochmal.
Oh Mann. Amon verschwindet jetzt hier, die Nate macht die Bombe down. Oh, Tontu aber noch. Oh nein. Turn one. Tony. Oh, das kann geholt werden. One on one hier. Oh Gott, wie viel Scheiße da rumliegt. Und jetzt geht's zu B. Jawohl, Tony. Tony holt es hier, die letzten beiden. One on two für Killerfish. Hey, Tassin, 100% HLTV. Normal, Bruder. Ja, das ist auf jeden Fall heftig, was hier passiert ist. Überfahrt. Ja. Eine Overfahrt hier auf Cash. Ja, gehen wir doch direkt. Ja, das tut ein bisschen weh zu gucken. Gehen wir direkt in die zweite Pistol. Und wenn jetzt hier Killerfish einen guten Start erwischt, dann sind hier noch einige Runden drin. Schauen wir mal, was TSM macht. Oh, spielen sie direkt zu Main. Direkt zu Oscar. Da kommen die Flashes. Ne, es sind keine Oscar. Flashes, Decoys. Überfahren NBK hier noch. Robson mit 1 nur. 1 wird nicht reichen, aber Messerduell. Was? Was? Was wird hier gemacht? Was wird hier gemacht in dieser Runde? Tarsin wollte einen zurückkneifen. Amo im 1-2, Kerrigan lacht sich tot. Ich hab das nicht gesehen. Natürlich war der Dadler vom Dienst Kerrigan involviert in dieser Aktion. Gegen Tarsin, da sollte geneift werden. Ach du grüne Hose. Hallo Predix. Grüß dich. Hallo Question Mark, bravo. Guck mal, was die schreiben, Mann. Ich kann das jetzt hier nicht übersetzen, ich kenne die Internetsprache nicht, aber... Oh. Oh, shit. Oh, ja. Die Shots werden gefeiert. Tony kann hier die Bombe rausmachen. One on two noch für ihn, hat er eben schon geholt. Ah, jetzt zoomt er gerade raus. Oh, Anschluss Hit. Aber. Boah. Kajun macht ihn weg mit Mac 10. 15. Runde ist das hier. Böses Blut zwischen den beiden Teams. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. No, he didn't. No, he didn't. Boah. B wird hier einfach reingefahren. Schafft raus. Dupree macht den nächsten. Tarsin und Oscar sind es noch. Tarsin auf dem Spot. Tarsin Nummer 1. Tarsin Nummer 2. Kann sich hier im Y verstecken. Tu und tu noch. Aber muss hier Zeit rausholen. Boah, schade. Kann es nicht machen. Letzte Runde. Oscar 1 on 2 mit Deagle. Gegen 2. Device Slow. Das wäre One-Shot. Die Bombe geht A. Device fuckt nur ab. Oh. Und Oscar weiß es. Ah, weiß es nicht. Noch nicht bekannt. Die Bombe wird gleich am A legen. Und Kerrigan hat schon gelegt. Offen für ihn. Und jetzt macht er die Weltreise. Kerrigan macht es die Weltreise. Will ihn hier vernaschen. Der Dadler vom Dienst. Bitte nicht in der letzten Runde. Er weiß es, er weiß es. Oh, er kriegt den Read jetzt. Er kriegt den Read. Kerrigan wird es selber vernascht. Er wird selber vernascht, der Nascher von Deans. Sauber. Naja, die AK hätte er ja trotzdem mitnehmen können. Oder? Nee. Sind wir uns da einig? Da ist er doch. Da ist er doch. Da ist er doch. Und wir haben eine dritte Runde. Wer hätte das gedacht? Und ja. Trotzdem haben wir hier natürlich einige Map Points hier. 12 an der Zahl für TSM und sie kaufen durch, wollen den Druck aufrechterhalten. Zweimal Farmers, zweimal M4, einmal AK bei den CTs. Nicht das beste Equipment. Oh, B-Push. Kejumi stirbt hier gegen den Push. Und Amo pusht weiter. Amo nochmal low gemacht. Tarsin hier. Ah, einiges an Damage schon gemacht bei den CTs, aber
sollten gut stehen. Die Ts werden hier nicht committen, so sieht es nämlich aus. Und sie schieben schon wieder weg. In der Mitte Close Robson, der das hören könnte. Ja, er hört es auf jeden der Fall. Der wird das hören, dass hier A neu aufgebaut wird, nämlich Richtung Main gerade. Die Steps kann er alle zuordnen. Oh, Robson. Oh. In der Mitte. Jetzt hat er den Step gesehen. Es wird A. Sauber. Oscarig. Mit dem Hattrick am Ende. Oscar, natürlich bekannt als starker A-Spieler. Jetzt läuft's doch, hä, Jungs? Ja, was jetzt los? Gibt's nochmal Comeback oder wie, oder was? Oder wie, oder was? Oder wie, oder was? Oder was? Oder was jetzt? Der Sefi, wann streamt Take TV? Unter der Woche, meine ich. Ja, mein Freund, kannst du einfach auf live.taketv.net gehen und da gibt es eine wunderschöne Auflistung. Von, also wir streamen morgen? Von Tagen, übermorgen, wo wir immer streamen. Eigentlich jeden Tag. Boah, Amo, jetzt mit... Ne, Tarsin jetzt mit dem Super-Headshot. Mhm. Boah, Amo! Amo hier. Stark. Amo wacht hier auf am B, hat doch schon die Bombe down gemacht. Oh, oh, jetzt... Jetzt aber eingenommen und er muss aufpassen hier. Er wird hier schon umzingelt von zwei. Toni, Nummer 1. Und nur noch Device hier. Gegen zwei macht hier... Das heißt hier nur noch... Boah, da kriegt er sofort eins ins Gesicht. Hirtschut. Hirtschut, du Blät. Jetzt komm, lauf in die Flammen. Tu es. Tu es. Lauf rein jetzt. Hat sich hier eine Titanplatte hingestellt. Toni gegen die Weiß. Toni macht schön, es. Toni. Toni macht es 2 für ihn. 5. Runde für Killerfish. Killerfish will hier ein bisschen Gesicht wahren, ein bisschen Damage noch machen. Die Jungs von TSM ärgern und das Beste draus machen, oder? Ist noch was drin hier? Comeback Israel, oder was? Gameplan TV natürlich auch am Start, der FlexTech. Grüß dich, mein Freund. Ja, Grüße an den Kevin, der für uns wahrscheinlich bald Gameplan ein bisschen übernimmt. Oh! Und wir haben ein Map-Change. Danke für nichts. Oh, danke fürs Nicht-Warten. Die Runde ging sehr wahrscheinlich an TSM. Ja, Kevin. Ich grüße dich, FlexTech, aka FlexTech, der für uns diese Woche Gameplan, ne, was sag ich, Gameplan, Dinget Cup für uns auf Deutsch casten wird, da wir ja unsere APM hier Liga weiter casten müssen und danke schon mal dafür und freut euch auf den Kollegen, der im Chat gerade unter gameplantv-de am Start ist. Grüße. Ja, und erste Map. Erste Map. Überfahrung. Überfahrung. 16:5. Ciao. Wie oft ist das aber so, Fabian? Wie oft ist das so, wenn man die schlechtere T-Seite anfängt, dann nicht ins Spiel kommt? Ah, man verzweifelt schon sehr, sehr schnell. Ich würde sagen, wir gehen kurz in die Werbung. Ein Spot für euch und dann sind wir sofort mit das 2 für euch da. Bis gleich. Essential systems have now shut down. You have trouble focusing on small tasks. It's time to let instincts take over. Fight or flight. Predator
from Acer. So, willkommen zurück hier und mit der nächsten Rifle Round. Da kriegt jeder eine Rifle ohne Schuss und dann muss man sich den Kolben in die Schnauze hauen, bis nur noch einer steht. Geil. Das ist so geil? Nee. Ich wusste es genau, du Sau. Ich stehe auf den Scheiß. Ich stehe auf den Scheiß. Also. Du bist da im Scheinkram immer hier. Ja, wir gehen rein. Zweite Map ist das 2, TSMs Pick. Und mal gucken, ob das nochmal so eine Überfahrung wird oder ob das hier ein bisschen, ne? Ja, Killerfish hier als CT. Schwierig. Oh, da geht's zu Oscar. Oscar muss stehen. Oscar kriegt das Gesicht. Sofort Headshot. Muss hier ein bisschen Zeit rausholen. Darf nicht sterben. Oh, da ist er doch. Headshot. Tasi mit dem Headshot im Schlitz. Tarsin fährt ihr Loch rein, versucht was. Tony auf der Flank von T-Base. Spot jetzt eingenommen von den T's, aber die Bombe ist noch nicht gelegt. Oh, Device hier mit dem Sprung. Hallo, guten Morgen, Amo. Jetzt Tony von hinten. Ja, Tony mit dem wichtigen Duell gegen Sipnix. Macht den Headshot. Der nächste fällt auch noch. Dupree und Kajun. Die letzten beiden mit roter P. Tony zielt dir ab. Tony! Nein, er trifft ihn nicht einmal. Verschießt hier Deluxe-mäßig. Nee, Robson hat ihn. Und jetzt One-on-One. Jetzt One-on-One gegen Dupree. Nein! Dupree macht es. Ist nicht wahr. Dupree macht es. Nein, das gibt es doch nicht, oder? Und wir haben wieder das 1-0 für TSM. Oh, wie alle rot waren. Da waren beide, die letzten beiden Spieler waren rot und Tony trifft ihn nicht einmal. Er muss ihn einmal hitten. Bisschen bitter. Ja. Tarsin fährt Loch rein. Ja, was denn? Was denn? Mir wird ja alles immer böse ausgelegt. So ein Lang. Und Oscar fällt jetzt am B. Ja. Lang kann aber einer rausgenommen werden. B-Spieler natürlich raus. Oh. Das war Oscar, der ist gestorben. Aber jetzt hier Dupree. Könnt ihr überrascht werden? Nein. Wenn die Smoke nicht wäre. Amo duckt da gut ab in der anderen Seite. Jetzt kommt die Flash. Oh, schöne Flash von den Jungs. Könnten und sollten hier die Waffe saven, oder? Versuchen sie es jetzt nochmal nach dem schnellen Frag. Oh, die Scout wird das hier sehr, sehr schwierig machen, das Ganze. Ja, Amor versucht den Wunderschuss. Boah. Hör doch auf! Es reicht mir langsam hier. Device mit dem nächsten Jumpshot. War der No-Scope? Ich hab der war Scope No-Scope. No-Scope-Jumpshot. Vom zweiten Stein. Ich hab gedacht, ich bin zu alt und hab mich da vielleicht verguckt, aber dann hast du es genauso gesehen wie ich. Okay, halten wir das mal so fest. Bitte nicht, was geht denn hier ab, Junge? Nächste Runde hier für TSM. So, jede Runde mal ein bisschen was anderes. Carrying jetzt kurz durch. Guck mal, Device. Will hier mit raus. Robson. Nicht mit zwei. Wow, Tony aber auf der anderen Seite wird schon begrüßt von 20.000 Ts in der CT-Base. Haben sich verirrt, ne? Was ist denn da los? Und wir haben ein Equip. Und wir haben eine AWP. Robson übrigens. Nein, der kauft die AWP und droppt sie nur, okay? Ich habe nichts gesagt. Tony mit Kevlar bekommt die AWP gedroppt und wird hier den Smith-Move machen. Sieht aber keine AWP, wird aber abgeflasht. Jetzt haben die T's die Info. Es gibt jetzt eine AWP. Und lang geht's durch. Eine Flash, macht nur einen blind. Sipnix sofort hinterhergezogen. Auch Dupree mit seinem Frag hier erfolgreich. Und Tarsin muss hier schnell regeln. Bankt hier durch die Smoke, bekommt selber aber 100 Hits. Was jetzt? Er wird gebankt. Er wird hier gebankt. Device mit der AWP. Tony mit dem Anschuss und kann es nicht beenden.
Da läuft es aber auch Sahne bei den Jungs. Ja, wenn es läuft, dann läuft. Sie fahren einfach lang raus. Und so kleine Nuancen sind das auch hier, die wir beobachten können. Lang Standard für die Zetis ist, wenn sie den lang auf Linie halten wollen. Sie stellen sich vorne an der Kreuzung auf, vorne an der Ecke Richtung lang. Dann wird ein CT flashen und dann ziehen die CTs rum. Was machen die Ts? Zielen ab und warten die erste Flash ab. Und wenn der erste blind wird, steht eine Anti-Flash und zieht dann spät hinterher. Das haben sie hier gemacht. Oh, und Device, der sehr, sehr forsch und bezahlt damit seinem Leben. Toni mit zwei in dieser Runde und hat sogar die Ave und Bombe. GP, was war denn das für ein Headshot? Oh mein Gott. Toni verschießt. Hab ich das gesehen. Toni verschießt und Dupree mit dem nächsten. Dupree mit zwei. Scheiße. Der erste Wischer war krass. Einfach 180 Bomb. Irgendwie One-Shot. So sieht's aus hier. Lol. Ja, wir haben natürlich auch die 1-0 Führung nach Maps. Das steht oben, Ladies. Boah, krasse Scheiße hier, die hier abgeht. Vacation. Und jetzt Toni wird am Steg geboostet und pusht jetzt hier mit der AWP. Oh, da zoomt er. Spät. Oh, zoomt da wieder eine Sekunde zu früh raus. Toni aber mit dem Frag. Richtung Cut, das Bombe hat er auch gesehen. Mitte eingenommen. Das konnte er durch den Jump erkennen. Verschiebt es hier Richtung lang. Da wird er auf Chip nichts treffen. Ja, sieht den Grubespieler und sollte dann nicht mehr so viel machen. Oh, Robson jetzt Kurs, erfolgreich muss ein Kurs. Robson stehen und er macht den ersten. Macht er auch den zweiten? Nee, er droppt und boostet jetzt Toni. Die Arme boosten, das ist eine gute Entscheidung. Ja. Das gefällt mir hier. Oh Gott, da war Toni er kurz. Mit dem Timing. Verschießt jetzt und jetzt ist er in der Zwickmühle hier. Nein. Wird von Device hinten abgezielt. Zwei lang, einer kurz. Es gibt den Split. Wie wollen die CTs das hier handeln? Die Ts handeln es auf jeden Fall sehr, sehr aggressiv und facen da viel rein. Das kann auch bestraft werden. Bis jetzt aber nicht. Bis jetzt noch nicht Bombe gelegt. Die Device faced nochmal. Hat hier Base komplett Kontrolle mit dem nächsten Anschuss. Und droppt hier sogar rein. Der macht hier, was er will. Ja. Device macht, was er will, gerade auf das 2. Oscar muss sich verdrücken. Wird von Sipnix schon gejagt. Device jetzt down. Schöner Headshot von Oscar. Wird er mit dem nächsten rechnen? An kurz. Nein, Kajun spielt es sneaky und macht ihn weg. 6 zu 0. TSM dominant wie eh und je. Die 77% und 23% sind gerade, zeichnen sich nicht so wirklich ab. Eieieiei. Und die weiß, was der für ein Spiel gerade macht. Jumping Shots. Fährt durch die Map. Oh, lang schon wieder schnell draußen. Dupree. Oh. Verlässt sich da auf gute Plays und mit dem Bang in die Smoke. Headshot sogar. Sofort ist Tarzin down. Nein. Oh, wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu. Amo hier aus der Base abgeflasht von Device. Guck sie an, wie sie spielen. Device hat gar keinen Bock, richtig durchzugehen. Der will hunten und lässt die Bombe einfach kurz. Boah. Amo geht da auf Frag mit seiner Aquamarine Revenge. Was eine Zerstörung. The Preacher, Fape, gleich Viewer Games, wenn das hier nur eine Stunde dauert. Könnt ihr eine Runde daddeln, wenn ihr Bock habt. Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Wollt ihr spielen? Oder wie ihr das? Oder was? Oder was? Ich habe ja schon ewig nicht mehr gegamed, muss ich sagen. Schon 3 Stunden ist es her. Eher 3 Wochen. Ja, wir haben hier eine Teilspar von den CTs. Sie wollen hier ein bisschen mehr Equipment haben, haben natürlich Loser-Bonus und werden schon wieder sehr, sehr aggressiv hier angegangen. Der Push von Tarzin wird belohnt mit dem CZ-Frag. Kann er noch einen machen? Nein. Oscar auch gepusht in den Cutters oben. Und die Bombe geht Cutters. Oscar mit 2. Und jetzt? Was macht er jetzt? Kann den Molly werfen, der wird nerven. Oscar mit dem nächsten. Nein. Oscar nicht mit dem vierten. Sipnix gewinnt das One-on-One. Da gibt es nochmal BM. Banks in den Körper. Mann, oh, Mede. Ach du Scheiße. 8-0 schon hier. Ja, hier werden Best-of-3-Rekorde gebrochen, aber Toni mal erfolgreich. Der Toni hat Anschuss. Ja. Toni hat Anschuss und auch Oscar hat Anschuss.
Toni, oh, schöner Frag hier, Dupree fahrlässig. Daran merkt man, dass die Jungs hier daddeln in einem normalen Match. Am Anfang eines Best of Threes hätte Dupree niemals diesen Mini-Step gemacht. Tarsin jetzt lang rausgepusht. Ja. Tarsin mit den Eiern. 8-0 steht's. 5-2 in dieser 9. Runde. Das könnte die erste Runde bedeuten. Es sei denn, Kerrigan dreht ihn nochmal durch von der Base. Boah, Tarsin gibt ihm Headshot, aber er überlebt. Ja. Oh, was ein Pech. Runde immer noch machbar für TSM, aber Killerfish muss das eigentlich hier regeln. Mitte ist Toni angesagt. Oh, Kajun, was für ein Stür. Was? Wie macht er denn diesen Frag? Ja, weil Toni das geht mit doch der gar Gran nicht. Rumzieht, anstatt sie über die Box zu werfen. Aber auch der Schlitz. Ja, der Schlitz war immer, ne? Lecker. Ja. Und jetzt gucken wir mal, Kerrigan, was er hier für eine Smoke wirft. Jetzt gibt's B-Split-Smoke. Aha. Von lang oder was? Okay, ja, die war gut. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, mein Freund. You're a very strong player, my friend. Jetzt geht's hier lang vor. Null Kontrolle an lang. Kerrigan kommt lang durch. Kerrigan mit dem Movie-Shot. Nicht wirklich, mein Freund. Nicht heute. Erste Runde für Killerfish, aber nochmal drei Leute gestorben. Gegen Kajunbi und Tarsin. Ja. Ne? Take soll mal ein Team machen. Team Take. TT. Ich dachte, TT ist schon vergeben. Eigentlich schon, ja. Oh, Toni schon wieder offensiv, aber nicht belohnt mit dem Frag. Jetzt Cutters unten. Tarsin verliert das Duell. Oh, und am B verliert Oscar das Duell. Und der B ist eingenommen. B ist fast eingenommen. Boah, was? Guck mal, Kajun. Oh mein Gott. Kajun mit dem nächsten. Oh mein Gott. Kajun mit dem Bang des Lebens. Der Kerrigan macht es. Ja, okay. Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, der steht nicht mehr auf, aber ja. Wer weiß, was Kerrigan da jetzt gerade sicher gesehen ist hat. Sicher, sag ich immer. Falls er nochmal aufsteht. 9-1, TSM kommt hier sofort zurück, lässt hier gar keine Zweifel aufkommen und die CT ist deswegen in Eco, aber bei dem Stand denken sie sich, okay, wir forcen. Lang schon wieder draußen, aber lang ist keiner. Mitte ist geboostet. Guck mal, Tarsin fährt hat rein, Bombe. Hat Bombe und Frag. Sowie AK. Jetzt vom B. Oh, Robson erfolgreich. 3 gegen 3. Runde Ammo. Noch holbar. Ammo stimmt es leider. Am A-Spot. Und Tarsin kann jetzt ansagen, CT Base. Und vielleicht hüpft er hinterher. Das wäre krass. Oh Gott. Das wäre krass. Er hüpft hinterher. In den Katas. Ist Robson und der macht noch ein bisschen hier Stress. Aber Tarsin von hinten. Tarsin Nummer 1, Robson mit den anderen beiden, Hattrick und Double für Robson und Tarsin. Die nächste Runde für Killerfish. Killerfig. Eieieiei. Ja, was ist hier möglich? Was ist hier überhaupt noch drin? Worum geht's denn noch? Möchten sie hier die Map noch entscheiden? Ist da noch ein bisschen Fight in den Jungs? Wir müssen es sehen, allein das nächste Duell. Sipnix macht es. Alleine. Sipnix hier alleine an Lang und macht viel Damage. Auf A, die Dupree schon. Oh, oh, den werden sie nicht erwarten. Oh Dupree, mein Gott. Klick, klick, klick. Weg ist er. Da war noch einer. Den hat er nicht erwartet, den Ammo. Okay. Und. Ja, jetzt Ammo down. Ganz easy, als wenn es der einfachste Frag der Welt ist. Klicke die Klick. Boah, Oscar. Oscar. Was war das? Schöner Heady hier. Nächster Headshot und Frag. Tarsin kommt von lang. Und Oscar hat einen Kit. Also das kann nochmal dangerous werden. Und Device dödelt hier rein Deluxe-mäßig. Aber Dupree ist heiß mit seiner AK. Dupree ist heiß mit der AK-47. Nummer 1. Kurz ist er nicht. Wo muss er sein? Lang muss er sein. Mach den nächsten. Was geht ab? Was eine Runde von Dupree. Zwei dicke Headshots und der letzte am Ende ist halt eine große Frechheit. Eine ganz große Frechheit. Ich habe gar keine Lust mehr, mir den Dupree anzugucken. Ich hoffe, wir wechseln einfach mal den Server hier. Ich klicke mal für dich. Wechseln den Spieler. Nee, denn das möchte ich mir nicht mehr angucken, was der Typ für Shots macht. Cut da schon wieder rein, ungesehen. Ja. Tarsin ist ein richtiger Ninja hier. Ja, aber da wird er verfolgt von...
Device und die Pre schon an A durch und droppt jetzt in die CD-Base runter. Ja, was machen seine Mates? Tony kämpft gegen den Kurzspieler. Boah, die Pre. Ich gehe mal auf die Pre, da knallt gleich wieder. Boah, was ein Lag. Jetzt stirbt er. Ja, Tony immer noch hier in der Schräge. Boah, schön. Jetzt rausgenommen. Von Sipnix mit der Galil. Robson hat eine Mac 10, aber bringt es. Ja. Was bringt es? Das bringt es. Dicken Headshot bringt es. No, Bombe noch nicht gelegt. Könnten es hier nochmal versuchen. Auf gut gelegt. Gleaser. Bombe jetzt gelegt. AK am Start bei Oscar. Und sie wollen hier splitten. Robson angesagt aus der Base. Fährt jetzt hoch. Nimmt die 5-7. Macht natürlich mehr Damage. Deswegen wählt er die. Und er wählt richtig, Robson. Ich bin im nächsten. Oscar muss hier den Headshot machen, aber er versteckt sich auf eine Smoke. Das sieht nix. Huhuhu. Oh Gott, ist der low. Gleaser. Vacation. Gleaser. Ameno. Nein, das war's. Guck mal. Sieht nix. Was ein Duell. Hör doch auf. Da haben sie aber kein Glück, weißt du? Der hat halt 10 HP in der Smoke. Kann da ruhig sterben. Yep. Ja, aber es, ja, er hat halt kein Glück. Kein Glick, kein Glick. Kein Glick. Nächste Force-Buy-Runde von Killerfish. Killerfish schon ein bisschen Mini-Tilt. Sag ich mal vorsichtig. Aber mit dem Boost erfolgreich. Oh, jetzt am B schon draußen. Ja, Sipnix schon rausgefahren. Mit Vollgas, Sipnix. Mit dem ersten, Sipnix mit dem zweiten. Aber 2-on-3, Überzahl für die CTs. Oh, Robson fährt rein. Timing. Macht ihn weg. Dupree jetzt hier mit seiner Zauber-Acker. Der leckt, oh, oder? Oh, der fliegt hier. Wird er da gededost? Ja, sieht so aus. Oh ja. Es kann nicht mal gewettet werden auf das Spiel, trotzdem wird gededost. Nein, wir wollen das Wort nicht sagen. Wir wollen es nicht in den Mund nehmen. Das, was unaussprechlich ist, das, was nicht genannt werden darf. Jetzt geht der Ping wieder runter. Sieht doch gut aus. Oh was. Guck mal, wie er da gebinkt hat. Guck mal, dann analysiert er hier den Winkel. Ja. Okay. Und bleibt es da stehen und findet seinen Tod. Aha. Hier möchte ich mich betten. Ja, vielleicht hat er sich den Platz zum Sterben ausgesucht. Ja, das sieht auf jeden Fall so aus. Letzte Runde der ersten Hälfte auf D2. Das ist unsere zweite Map zwischen TSM und Killerfish. TSM mit der 1-0-Führung nach Maps. Und Dupree leckt immer noch. Legge mich am Arsch. Aber es geht lang raus. Ja. Die CTs bekommen hier ordentlich Flash-Support. Ammo. Oh, was? Huhu. Und Tony verschießt. Also, da gibt es echt dicke Geräte. Bei den denen. Ja, aber was sollen sie da machen? Die sind total überfordert hier. Tasi mit zwei schönen Shots an lang, Überzahl wiederhergestellt für die CTs jetzt hier. Mitte raus, Sipnix ist es. Oscar zielt ab. Und es geht B drauf mit der Bombe, da ist niemand. Und Sipnix kann hier die Rotation komplett abschneiden. Das könnte nochmal gefährlich werden. Sipnix hier mit der Waffe auf Short Range. Sehr gefährlich. Sipnix, oh mein Gott. Oh, meine Augen. Was habe ich gerade gesehen? Oscar. Was muss ich mir da anschauen? Eieiei. Also ich war auf Oscar drauf und habe mir gedacht, jetzt zieht er die Flash. Jetzt stirbt er. Ja. Nein, jetzt. Nein, jetzt. Aber Oscars frische, jugendliche Reflexe. Retten ihm da das Leben. Oder seine Rückenpanzer. Eins von beiden. Also irgendwie hat er wahrscheinlich Rücken trainiert. Ich mach Rücken. Ich hab Rücken. Ich hab Rücken. Ja, 11-4. So geht's mir schon seit Wochen. Killerfish hier mit 4 Rundas. Ja, soll ich dich heute ein bisschen massieren mit Öl? Nee, danke. Hab ich letztes Mal ja bekommen und es war gut. Ja. Aber du hast ja schon selber erkannt. Hätte auch mal ein bisschen fester sein können. Das habe ich erkannt. Wie habe ich das denn erkannt? Naja, weil du gefragt hattest, ob es eine Frau gemacht hat. Ach so. Das war das Thema. Ja, stimmt, stimmt. Ja, aber natürlich. Trotzdem danke an die gute Massage für meinen ungesunden Rücken. Ja, nicht hier Flame, die Masseuse. Nein, ne? Nein.
Oh, die darfst du nicht so nennen, sonst steckt sie dir die Zähne raus. Oh, sorry. Das hat sie extra nochmal erwähnt, wenn mich jemand so nennt, dann knallt's. Ja, wir haben eine Pistol Round, das ist TSM gegen Killerfish. Und die Deutschen hier, Killerfish auf der T-Seite. Jetzt kommt kurz rum. Und die Mitte komplett schon hier belagert von den CTs. Guck dir mal Robson an. Robson wird hier gleich richtig zu tun bekommen von Kajun. Ja. Schön. Gerade noch so reloaded und Device hat sich jetzt mal eben reingesneakt in die Posi. Und wird nochmal gebaitet von Kurz und könnte einen knifen sogar. Oh, 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 oh. Dann der Refrag. 2-on-1. Und da wird gut gedaddelt gerade. Das ist Dupree, der sich hier um sein Leben laggt. Guck mal. Dupree? Ja, okay, er kriegt Hits. Face hier rein, schießt ein bisschen aufs Tor. Nein, das ist nicht dein Gegner. Ja, das ist natürlich ätzend, wenn man nur eine Leitung hat und oder einen Anbieter, der laggt dann irgendwie. Das muss man halt dazu sagen, dass man es fester haben will. Aiki83 hat vollkommen recht. Was denn? Ja, die Massage kann man auch in etwas fester bestellen. Meinst du? Bei mir nicht. Mit Happy End ist auch drin. Das sind dann die Masseusen. So, wenn du so ein paar Läden haben wir auch in Krefeld. Habe ich schon gesehen. Ja, da gibt es auch eine Happy Hour. Oh, 3 gegen 4. Und guck mal, wie viele Mittelspieler da sind. Oh Gott, Toni kriegt einen Bang durchs Holster. Device. Willst du mich verarschen? Mit dem Bang Deluxe. Nur noch Oscar hier und Tarsin, beide mit der AK gegen 4 TSM-Akteure. Boah, das war. Haben wir natürlich AK-Vorteil, aber gegen 4 wird das Ganze nochmal tricky. Kerrigan an der Schrägen. Oh, verschießt hier. Boah, schön high. Macht jetzt den Anschluss am Ende. Und jetzt kommt Device hier und hüpft jetzt immer rum. Jawohl. Also mit dem Headshot. Und der weiß auch, dass es Dupree ist. Dupree. Was heißt nur noch? Was heißt hier nur noch? Guck mal, wie der rumdeckt. Der beamt sich. Der beamt sich smooth unterwegs, ja. Genau, jetzt muss es perfekt timen, Junge. Ja, vielleicht hat er sich gesagt, oh, komm, ich zieh mir mal die neue Serie. Er versucht das nochmal. Während ich ein Clan War spiele. Nein, du musst springen vorher, du musst springen. Jawoll! Dass er da keinen Applaus von seinen Mates bekommt. Dupree, ja, nein, das ist die Wand, das ist die Wand. Warte, rechts, ja, 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 jetzt links, ja, das ist die AK. Ne, MP7 hast du. Drück mal 1. Ja, drück mal 1. Probier mal. Damit. Da wird mir richtig schlecht. Ja, ja. Nein! Ich wette, er kann nicht mehr defusen. Guck. Die lachen sich gerade tot im Voice. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich höre es von Kopenhagen bis nach hier. Homeham. Und dann disconnected er. Dann disconnected er. Sein letzter Wille war es, Tarsin nochmal die Suppe zu versalzen. Mission accomplished. Es geht weiter, Tobi. Warum sind wir drauf? Nein, Pause haben wir gerade. Wir haben gerade Pause. Ja. Ach so. Ja, ich habe gedacht, die spielen jetzt zu viert. Macht keinen Unterschied bei denen. Also das, ja, eigentlich haben sie die ganze Zeit zu viert gespielt. Das meine ich ja. Das, ob der jetzt disconnected, macht das jetzt noch was her? Was eine Runde. Da macht er echt noch den Frag da am Ende, oder was? Ja, aber auf was hat er geschossen? Das ist die Frage. Was meinst du, was er gesehen hat? Poltergeist. In cinemas. Now. Also, wer kommt mit mir Mad Max gucken? Tobi raised seine Hand. Ich glaube, wir haben da ein Date, oder? Wir haben ein Date? Ich glaube. Wir hatten. Nein, nein, du kannst auch mitkommen. Oh, ich sicher nicht das. Hä? Nein, nein, wir sind nicht alleine. Achso. Wir gehen nicht da alleine. Wir halten aber Händchen. Wir sind auf dem Paar-Sofa und Babsi sitzt daneben und füttert uns mit Popcorn. So Trauben von oben. Oh, Babsi, einer fächert mit so einem Blatt. Ja, wir brauchen noch so einen. Tobi ist doch dann dabei. Ja, für Leute, die hier zuschauen, es sind ja immerhin 2, 3 Stück. Oh, es geht weiter. Für Leute, die zuschauen, wir suchen noch einen Palmenwedler. Hier in Krefeld. Oh, das Zitat wird mir wieder zum Verhängnis, ich weiß es schon. 6 Killerfish. 11-6 steht es. Tarsin konnte irgendwie die Runde noch holen, auch wenn er bestraft wurde von Dupree. Und mal gucken, was da noch geht. Hier TSM mit der Force Buy.
Tarsin in der Mitte, wird hier angegangen, kriegt den Headshot. Boah, 1 HP bei Tarsin. Oh, oh Tarsin, nein. Will ja gerne wegkommen, aber wird sofort bestraft. Die Bombe aber Richtung B unterwegs. Ja, guter Call. Die Bombe Richtung B, sehr, sehr slow. Checkt alle Winkel, Mädels. Ja. Jawohl, es ist frei. Wie ist frei, Bruder. Und jetzt kommt Robson, Mitte. Oh, oh, das wird das Duell. Robson, das Duell. Auf live. Oh, boah, Gott. Du grüne Hose. Unterzahl angeblich. Bombe wird aber natürlich hier schwer jetzt zu defusen sein. Ja, alle blind. Oscar mit 1, mit 2. Ja, Oscar mit 3. Schöne Flash. Schön von Amo hier. Die war knapp bemessen, aber hat es irgendwie doch noch geschafft. Gerade so drüber gekrebst. Mhm. Ja, und guckst du mal an. Wenn wir uns mal die Frags anschauen, dann haben wir 19 bei Tarsin, 18 bei Robson, 17 bei Oscar. Also, die haben noch Bock, die Mädels. 19 bei Device, 16 und 12 bei Sipnix und Kajun. Also, ein Riesenunterschied ist es nicht. Nur natürlich ganz unten gerade auf der Tabelle. Nicht so viel los. Mitte reingepusht. Device. Boah, schöner Headshot von Oscar. Ja, Oscar macht sich Device. Nein, Robson. Robson macht Device weg. Und was kann mit dem nächsten? Anlang. Kajun stirbt jetzt. Kann einen machen. Noch. Chip nix. Ah, da schaffe ich es nicht mehr hin. Sidnix stirbt. Sidnix. Die richtige Sidnix. Aussprache für alle, die es mal lernen müssen, ist Sidnix. Sidnix. Active Rage sagt, ich habe meine Palme immer dabei. Naja, wenigstens einer. Oh, 3 AWPs. Ach du Scheiße, ach du Wolfgang. Grüne Hose. Und wo ist die Weiß? Der Diddle, die dödelt richtig rein da mit unten. Ja, oh, guck mal schön Flash rein, Junge. Pass auf, der jumpt jetzt hoch, macht ach, einen Zoomless. Komm, mit bitte, hör auf mit solchen Ansagen. Aber ich will wieder meine Glaskugel hier rausholen. Ja, dann kack ich mir komm, direkt in die Hose. Pusht jetzt durch die Smoke. Hast gesehen? Der hat einfach mal geschossen. Einfach mal so. Vacation. Amo! Aber macht den. Und jetzt hier aber bitte raus, macht den zweiten. Kriegt halt voll die HE ab und jetzt chippt nix, muss schieben. Kurz angesagt, aber lang schon eingenommen. Robson, das Duell. Duell. Oh, Kerrigan verschießt. Er macht es. Jetzt nur noch hier, Sipnix out of position in der CT Base. Einer B angesagt, einer Base. Einfach absmoken und durch da, Mädels. Und so sieht's aus, sie werden hier auf jeden Fall die Bombe legen können. Das sieht hier gar nicht so schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Junge, Junge. Ach, übrigens hat es Kadian auf den Server geschafft. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh. Hallo, Fabian. Guten Morgen, Fabian. Ja, und sie sparen 3 gegen 2. Das wollen sie nicht versuchen. Ja, Kadian ist auf dem Server. Kadian auch eine Analyst bei einigen Analyse-Desks. Und, oh, wir haben einen neuen Subscriber. Haifisch90. Haifisch. War der nicht schon mal Ultra? Da war doch schon mal was. Herzlich willkommen zurück, sag ich mal, Haifisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon mal SSSS hab warst. Also der, ich hab den schon mal mit Ultra Outfit gesehen, glaube ich. Also da war doch was. Ja. Und wir haben wieder einen Pause. Warum haben wir denn wieder einen Pons? Ja, könnte sein, dass jemand anders sich hier wieder, ne? Ja. Ja, Kadian ist wieder auf dem Server. El Hico. And everybody. And then he comes to Hico. Every time Hico, he comes. Der, du bist nein. I kid. Ja, wo hat er das als letztes Mal mitgemacht? Face It. Ne? Face It hat er moderiert. Ich glaube schon, ne? Ja, Face It Finals. Yeah, baby. Ja. Ja, wir haben ein Päuschen. Warum haben wir denn Päuschen eigentlich? Tap, tap, spray, duck mache ich immer, sagt SC2 Barcode. Nicht schlecht. Was ist für ein Ding? Tap, tap, spray, duck. Aha. Okay. David bestellt immer Duck Duck Reis. Ja. Was ist passiert? Selfmade schreibt HSV. Es geht weiter. Okay. Tobi, danke, dass wenigstens einer aufpasst.
Oh, Alang wird rausgepusht von Tarsin. Oh Gott, der war wichtig. Und Amo mit dem nächsten Headshot. Krass. Da fallen die Alang-Spieler. Jetzt läuft's doch mal. Und Kejun. Kejun B. Auf A. Oh, oh, hat er ihn gesehen in der Grube? Ja, jetzt hat er da was gesehen. Oh, da hat er wieder was gesehen. Boah, da tanzen sie sich aus. Und da wird zu zweit hingezielt. Krasser Scheiß. Jetzt geht's gleich Mitte raus. Ja klar, hüpft doch mal in der Grube. Oh, wie der vernascht wird. Da kommt der B-Split-Smoke. Aber Kadian ist schon verschoben. Ah, dann gehen sie auf B drauf. Sehr schön. They're going B. And now, they have to go B. And now I'm pushing. Oh, yeah, guck dir das an. Window. Da kommt der Refrag. Sauber. Und es ist nur noch Oscar in der Mitte. Und Kejun B auf A. Gegen drei Bombe gelegt. No Chang für Kejun B. Haifisch sagt hier, er war noch kein Ultra, hat nur öfters mal ein paar Euros gespendet. Ja, vielen lieben Dank. Ja, danke. Willkommen trotzdem in der Familie. Sam ist natürlich noch cooler. Da kannst du mal mein hässliches Gesicht und auch Fabians Gesicht. Kannst du meine Fresse hier reinballern in den Chat. Wer will das eigentlich sehen hier? Ja, wenn du jemanden zum Kotzen bringen willst, dann hau die Gesichter raus. Das Gesicht da rein. Und jetzt hier Amo, will er noch Kejun? Kejun, oh, 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 Anschuss! Nein! Boah, Flicky die Flick hier von Kejun. Oh Gott, da muss er doch sterben! Nein, ja, endlich! Ihn. Boah, 4 HP. Da wird es aber noch hier knibbelig knapp. So, wir haben auch den Übeltäter gefunden. Come on, Honey im Chat meint, Killerfish, please, hab Maxbet auf euch. Okay, CSGO Lounge, ich hab den Bösewicht gefunden. Es ist Come on, Honey bei uns im Chat. Der ist es mit den 100 Accounts. Und außerdem, du hast Kadian perfekt nachgemacht und der Markus freut sich. Johnny CS, Kadian perfekt nachgemacht, ich liebe. Ich brauche aber noch ein paar Wörter, ein paar Sätze, die er sagt. Komm, wir gucken heute Abend, was er so alles bei Face in Finale gesagt hat. Komm, mach nochmal, mach nochmal. And now, everything, a Hiko, and then he can't. Guck mal, Duki schreibt, Johnny CS the real. Johnny CS the real. Duki ist natürlich hier Subscriber. Das zaubert mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Vielen Dank, Duki. Hi, Johnny. Hi, Johnny. Lol, Duki. Lol, Duki. Hey, Kums. Hey, Kums. Ha, Fabian. Ach, Chat ist auch richtig geil. Hi, Traumi Schlumpf. Heute nur Killerfish gegen TSM. Es wurde wieder mal gecancelt bei uns. Mit uns kann man es auch. Aber morgen dafür 2 Spiele. Jawohl. Mit ihm und ihm. Und ihm. Und, nee, Tobi ist morgen nicht dabei. Ah, ihm, ja. Jürgen ist dabei. Jürgen! Nicht, dass ihr denkt, ich bin Jürgen. Ich habe das schon öfters gehört jetzt, in der letzten Zeit. Er ist Jürgen. Der Dinosaurier da hinten. Obwohl, oh, Toni mit dem First Frag. Oh, es geht weiter, es geht weiter. Wir haben ja noch ein Match hier, ne? Toni mit dem First Frag mit der Arme im Schlitz. So, Überzahl mal für Killerfish. Und wer, wo er ist, vielleicht gibt es ja hier nochmal ein bisschen, ne? Well. Ja, hier, Device jetzt wieder am Start. Oder war die Priam vorhin weg? Ich weiß gar nicht jetzt mehr. Ist auch egal. Fahren wir nochmal Jorge nach. Hallo, das ist Seekers, ja? Kerrigan hier erfolgreich. Robson, macht den Refrag. Ja, Robson mit raus und 3 gegen 4, das müssen sie holen. Steht noch. Amo, bleib. Amo, bleib. Bitte geh nicht weg. Amo, bitte nicht. Bitte, Amo. Mit der Kraft der Telepathie versucht Chefkoch, Amo zu beeinflussen. Was wird er machen? Wird Amo weggehen oder wird er bleiben? Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, Amo, bitte bleib. Ja, du hörst, du siehst, er hört auf mich. Nein! Amo, wird er gehen, wird er bleiben? Dieses Time, nein! Oh mein Gott, wow, es ist zum Verrücktwerden. Guck mal, guck dich alles an. Ja, hallo, ich bin neu hier mit oben. Oh, 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 nur noch Robson, Robson, muss hier fahren, macht Sipnix wenigstens weg. Ah, oh, Katas unten kann das Duell nicht gewinnen. Wie krass ist das denn? Hast du das gesehen, was das für ein Timing war? Abartiges Timing. Abartig. Mann, Amo, hört mich nicht. Amo hört mich einfach nicht. Die Leute lachen sich richtig kaputt im Chat. Markus meint, er weint.
Ja, es war auch gut. Also, ich habe gedacht, da sitzt jemand anders jetzt neben mir. Ja. War irgendwas? Achso. Das war ich gar nicht. Das war mein anderes Ich. Oh, Oscar, erfolgreich am B. Und jetzt ja, die TSM-Jungs hier schon ein bisschen daddelig unterwegs. Jetzt gibt's hier aber den Bassbit einfach Mitte schön. Raus durch die Smoke. Das könnte doch der Schlüssel zum Erfolg sein. Tarzin! Dicke Gesichter von ihm. Auf dem Spot muss Devices klären. Nummer 1, Nummer 2, Device, Nummer 3. Device hält das fort. B. Boah. Einfach safe. Nur noch Kerrigan. One on two. Bombe noch nicht mal gelegt. Kerrigan relativ schnell am Start hier. Oh, oh, die HE. Guck mal Toni an. Oh, Kerrigan, weil er die Map so gut kennt, geht sie durch den Schlitz, sonst ist Toni tot. Was macht denn der? Oh Vacation. Vacation! Vacation. Toni zieht rum und macht es! Wie knapp war das denn? Was zum Teufel hat Oscar da gemacht? Ich glaube, der hat gedacht, der steht neben Toni oder so. Ich bin mir nicht sicher, was da passiert ist. Déjà-vu, mega geil. Meine Freundin kam gerade rein und meinte, lach nicht so laut. Ja, musst du halt ins Kissen lachen. Na Junge, zum Lachen in den Keller. Ja, nächste Runde für Killerfish und das könnte der Ausgleich jetzt sein hier. Guck mal Kerrigan an. Er sitzt in der Smoke auf lang? Ja, natürlich sitzt er in der Smoke. Oh, 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 und jetzt werden sie vielleicht nicht mehr mit ihm rechnen. Dudligan! 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 Oh, guck mal, Dudligan! Hey, Hiko, Kerrigan, ist ja wrong. Ja, Ausgleich bei Killer Heek. Wer hätte das denn gedacht? Und Mitte unten schon wieder Device mit dem Move hier schon wieder reingesneakt in die Cutters unten. Robson, bitte checks. Da war doch schon öfters einer drin, Junge. Wird Robson das Eck checken oder nicht? Device, nein! Oscar, hoho! Device mit dem nächsten. Und jetzt Tarzin Device natürlich jetzt angesagt. Tarzin lang draußen. Tarzin mit dem nächsten. Device stirbt! Jawohl! Er stirbt. Und du trotzdem. Oh Gott. Kajumbi mit der Scout. Nein. Und auch Dupree gewinnt sein Duell wieder. Die Führung für TSM. Und Killerfish hat natürlich noch ein bisschen Kohle. AWP auch noch am Start. Toni wird hier eine Op bekommen. Und keine Awe bei den CTs. Mal schauen, ob Toni hier eventuell was picken kann. Er geht Richtung Lang mit seiner Awe. Und Lang wird auch was kommen, wenn er hier einfach... Prefired das Egg. Boah, was? Oh, oh, Kajumbi. Schraubt dir das Rohr auf seine M4. No Chang. Und die dicke Nate hier auch noch. Kerrigan wird mit einer Awe belohnt. Oh, oh. Aber das Timing von Tarzin ist perfekt. Schön von ihm. Boah, die Flash. Die Flash. Oh, ich wusste Tarzin gar nicht, in welche Richtung er gucken soll. Die Flash war richtig ekelhaft. Und jetzt kommt noch Chipnix lang. Oh Mann, ey. Boah. Kurz, gerade so, Oscar, irgendwie. Und jetzt auf lang, Ammo erfolgreich. Und schon wieder 2 und 2. Also, sie schaffen es immer wieder, das X und X für sich rauszuspielen, aber oh Gott. Wie die Dänen dann verschieben, ist halt ekelhaft. Ach, hat er das gesehen? Scheiße, nein. Hat er nicht gesehen? Nee. Krasser Shit, oder? Und Oscar wird wahrscheinlich hier bleiben. Boah. Kurz auf. Sie spielen da gut auf Teamplay. Falls da einer sogar sterben sollte, können sie refraggen. Da sieht man direkt, wie gut die Dänen hier verschieben und kommunizieren. Ammo ist schon B durch und das ist nicht bekannt, nicht angesagt. Jetzt so langsam haben sie es auf dem Schirm und Dupree schon auf der Flank. Der geht wieder zu Richtung B. Das könnte hier sehr, sehr gut sein. Zipnix. Hat er den gehört? Jetzt hat er es gehört. Er hat es gehört, hat es in der Mitte gehört, aber Ammo hat den noch Timing-Vorteil. Ich bin mir nicht sicher, wo er kommt lang durch und wird legen können. Er kann legen. Schön von Ammo hier. Und jetzt? Was macht er jetzt? Jetzt hat er ein paar Sekunden, wo er sich ein bisschen was überlegen kann. Sieht nix, okay. Boah, jetzt hat er den ersten kurz gesehen.
Boah, schlechte Posi. Auf dem offenen Feld hier. Ja. Und TSM spielt es hier routiniert runter, aber schöner Versuch. Ganz nett gespielt eigentlich. Gefiel mir gut sein Laufweg und die Idee. Ja gut, er hätte auch einfach am B legen können. Ich glaube, die Situation wäre für ihn ein bisschen besser gewesen, oder? Fabian, was meinst du dazu? Weiß es nicht. Weil den B verteidigen ist ein bisschen einfacher als den A, oder? Weil wenn du am A gelegt hast, ich hätte zu kurz gelegt und wäre ich auch zu kurz gegangen. Also das wäre meine Idee gewesen. Ich finde, der Bombenplant ist super entscheidend und wichtig. Er ist wieder lang hier, viel Stress. Guck mal, die Weiß. Guck mal, die Weiß an. Und die Weiß natürlich wieder Mitte. Boah, Mo. Die Weiß, man, willst du mich verarschen? Und direkt Mitte raus, Tarsi mit dem Duell. Sipnix entscheidet es für sich. B-Split Smoke aber geworfen und nur noch Dupree am B. Also könnte der richtige Call sein, wenn sie es denn durchziehen möchten, aber möchten sie nicht. Sie haben hier die Rotation geforst und gehen kurz jetzt durch. Allen voran Oscar. Oscar. Oh, der war wichtig. Und Kerrigan jetzt noch überlang. Oh. Komm, Oscar, stirb klick doch. Da schön, klicke die Klick. Und guck mal, Chipnix von der CD-Base. Sie sollten kurz halten. Kurz wird gehalten von Tony. Aus der Base. Immer noch Sipnix hier am Start. Bombe wird jetzt gelegt. Oh, wenn sie wüssten, wie low die T's sind. Würden sie auf jeden Fall noch. Aber Chipnix versucht's. Zügiger in den Retake machen. Jetzt versuchen sie es sowieso, weil sie ein paar Free Frags bekommen. Kid auch am Start. Und Robson hier. Oh nein. Er kommt Gott, weg. Aber die Smoke. Die wird es hier nochmal tricky machen. Oh Gott, die Was jetzt? Was jetzt? Ja, keine Chance für Robson. Der Low AP hat. Robson hätte durchjumpen sollen. Ich hätte einen an der Viererkiste abgestellt. Oder? Ja, aber so weit kamen sie leider nicht mehr. Ja, aber ich meine, der eine ist doch von komplett A zurückgelaufen an Steg. Okay, die Bombe ist Richtung Steg gelegt, aber mal ganz im Ernst, beide im Steg drin zu bleiben, ist finde ich nicht so toll. Außer du hast einen Molly oder eine Flash. Du kannst damit rumziehen. Und Oscar lang. Oh. Kerrigan mit 2. Und Oscar mit 2. Ja. Das kann noch was werden. Boah, schade. Sieht nichts, aber sofort wieder. Boah, mit dem Vorteil. Tarsin hat die Bombe gepickt. Und schon wieder 2-2. Wie viele 2-2 ist Killerfish schon? Toni ist Mitte. Tarsin, Toni. TT, Tarsin, Toni. Tarsin, Toni. TT, Tarsin, Toni. Und jetzt wollen sie zu zweit gegen ihn rumziehen? Ja, das wäre eine Variante. Oh Gott, die Flash. Die Flash, Mann. Da zieh doch einfach mit der Waffe rum, Junge. Da flasht man nicht mehr so behindert. Mein Gott. Tarsin im 1-2 und es ist Matchpoint. Jetzt zieht durch. Tarsin, Lower P. Boah, hat er den gekillt. Aber das war's. GG. TSM macht's hier gegen Killerfish. 16-12 auf das 2. Aber man muss sagen, auf das 2 hat mir das schon besser gefallen. Ja. Aber gut, TSM. Ein bisschen zu viel reingedaddelt. Ein bisschen zu viele Moves. Man hat andere Varianten gesehen. Dann hat noch die Pre gelaggt. Also ist da viel Mist passiert. Aber ja. Man muss auch die Leistung der Killerfische hier anerkennen. Die haben hier ordentlich ein paar Runden gespielt. Und egal, ob hier TSM daddelt oder nicht, so ein Team musst du erstmal vor so ein. Ja, den musst du erstmal zweistellig reindrücken, die Runden. Ja. Ja, Killerfish kam hier auf jeden Fall zurück. Ich denke, überraschend für alle Parteien. Ja. Für alle Beteiligten. Und dementsprechend auch ein relativ deutliches Ergebnis. Unterm Strich 2-0 für TSM. Denke, wie erwartet, das Ganze gelaufen. Leider nicht wie erwartet, der Abend begonnen, denn Killerfish und der Skandal.